gesehen habe, ich weiß nicht, ob das auch noch weiß, das war nicht in St. Pölten hier, das war in Horn und liegt mittlerweile schon über 20 Jahre zurück. Und deshalb nutzen wir uns hier, denn sonst würde ich es nicht wagen, einen Fachinspektor für Bewegung und Sport zu setzen. Ja, du bist in vielfältigen Funktionen heute zu uns gekommen. Du bist als Vertreter da des Landesschulinspektors Loschek. Du bist in deiner Funktion da als Fachinspektor für Bewegung und Sport. Ich denke, das ist hier sicherlich ein Ereignis, das du nicht allzu oft miterlebst. Welche Gedanken gehen dir da durch den Kopf, wenn du bei so einer Feierlichkeit dabei bist, wenn du hier an diese neue Sportstätte denkst, was möchtest du uns anlässlich dieser Feierstunde in diesen Funktionen mitteilen und sagen? Sehr geehrte Frau Direktorin, liebe Regina, geschätzte Damen und Herren, auch ich darf Sie im Namen des Landesschulrats hier zur Eröffnung des Kurzteils ganz herzlich begrüßen. Nun, was habe ich als Vertreter des Landesschulrats zu sagen? Ich glaube, Lernerfolg ist ganz stark abhängig von Motivation. Motivation ist eine Grundvoraussetzung, dass Bildung funktioniert. Und ich glaube, hier wird alle Register gezogen, das motiviert unterrichtet werden kann. Und ich glaube, es ist hier mehr als gelungen. Es ist Ihnen auch nicht ausgegangen, als ich hier hereinkam. Mir hat es nicht gejuckt, hier auf die Kletterwand hinaufzuklettern oder das eine oder andere Rad zu schlagen. Der Direktor hat zu mir gesagt, doch ich die haben gerne mal einen Rad schlagen. Wir haben nur auf die Matten geturnt. Also ich glaube, hier wurde wirklich ein perfektes Lerndesign geschaffen. Apropos Voraussetzungen, nicht nur die örtlichen Rahmenbedingungen sind es, die wichtig sind. Ich glaube, für eine Bildungseinrichtung ist es auch ganz besonders wichtig, dass sie auch die Hand von Personen hier wirklich Hand anlegen. Ich möchte mich herzlich an die Schule aus. Noch einmal ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Frau Direktorin. Wir alle wissen, ich weiß es auch, was hier an tägliche Arbeit zu leisten ist. Und hier soll ein Bau zu einer Sanierung und Neubau und Umbau neben Zentralnatur, Schulanfang und vieles mehr auf die Beine zu stellen, dass du mit deinem Administratorenteam, mit deinem Lehrerteam Unglaubliches geleistet hast, du es geschafft hast, weil bis jetzt hat alles bestens funktioniert. Dir, deinem Team, seit der Landrund und Landesschule, mal ein ganz großes Danke und einen herzlichen Applaus. Dass es nicht immer einfach ist, aber um jetzt wirklich hier sich neu wohlfühlen zu können, wie siehst du die Situation als Fachinspektor für Bewegung und Sport? Ja, wie gesagt, Motivation hat mehrere Voraussetzungen. Für mich als Fachinspektor ist natürlich hier das Motivationsherum. Das Vorinspektor für Bewegung und Sport zu treten zu dürfen, das ist wirklich etwas ganz Besonderes und erlebt man nicht jeden Tag. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang in meiner Funktion als Fachinspektor, aber auch bei einer Gruppe bedanken. Ich hoffe, die anderen Professoren und Professoren verzeihen mir es, dass ich heute das Team, die Bewegungserzieher, wirklich in den Vordergrund rücke, hervorhebe, was hier geleistet wird. Das ist unglaublich. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Vor ca. einem Monat hat mich der Fachkoordinator hier angerufen und gesagt, du, wir machen hier eine Klausur, wir wollen uns was Neues überlegen. Jetzt haben wir eine kurze, jetzt wollen wir auch ein neues Konzept machen. Und hier in der Josefstraße ist es nicht so, dass man am Dienstag zu Mittag mit der Arbeit aufhört, sondern es ist eben so, dass die sich zusammengesetzt haben mit der Frau Direktor. Freitag den ganzen Tag, die wurde dem Team freigegeben für Arbeit und den ganzen Samstag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist wirklich was ganz Besonderes. Neben dieser ganz vollen Halle hat man auch ein neues sportpädagogisches Konzept entwickelt und ich möchte mich jetzt in der Funktion als Vorinspektor für Sport bei Markus Braun, der hier
die Fäden ziehen. Sie ist mehr oder weniger so der Mafia-Boss, der Sportler, der Sportler sind ja schon so eine Mafia, muss man so sagen. Ja. Lieber Markus, du als Obermafia-Boss hier, vielen Dank, dass du hier wirklich handhabig rund um die Uhr telefoniert hast, spät am Abend, er sitzt bei seinen Konzerten, motiviert seine Turnprofessorinnen und Professoren und das in gemeinsamer Arbeit mit dem Erich Kerzendorfer, mit dem Stefan Schreiner und mit dir, liebe Frau Direktorin. Das ist wirklich nicht alltäglich und ich möchte mich hier ganz, ganz herzlich mit dir, Markus, und euren Herren herzlich bedanken. Wenn Sie da vorne hinschauen, wir sehen jetzt die grüne Linie. Gäbe es diesen Absolventen- und Förderverein nicht, dann würde die Kletterwand bei der grünen Marke hier aufhören. Alles, was von grün bis zur Decke geht, ist ein Ding, das der Absolventen- und Förderverein gesponsert hat. Ich werde es so nicht sagen, aber es ist eine unglaubliche Summe, die hier finanziert wird, die hier bereitgestellt wird. Neben dieser Kletterwand zum Beispiel hat der Absolventenförderverein einen Beachvolleyballplatz bezahlt und gesponsert. Eine Garage, eine Freiluftklasse und vieles, vieles, vieles mehr. Wir als Behörde, die Zusammenarbeit mit der BIT, könnten das alles nicht leisten. Also hätten wir den Förderverein nicht hier an der Schule, der so rührig ist, dann könnten wir unsere, meine Kinder, diese Qualität des Unterrichts hier nicht erleben. Ich darf mich beim Obmann dafür ganz herzlich bedanken, dass du immer wieder die Gelegenheit hast, von diesem Projekt positiv überschließen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe es ganz kurz angesprochen, ich glaube, ja, die Eltern, Erziehungsberechtigte, es gibt nichts Schöneres, als wenn eine Tochter, die heuer in der Maturita und ein zweites Exemplar, das hier noch immer an die Schule geht, hier wirklich so, es ist einfach lässig dort. Wir haben eine tolle Gemeinschaft, wir gehen gerne in die Schule, das ist ihnen nicht jeden Tag taugt. Wenn da jetzt eine Schularbeit oder ein Test los ist, ich glaube, das ist nur zu verständlich. Hat mir alle zu überzeugt. Aber grundsätzlich ist es so, dass die ältere Tochter der Heimatin gesagt hat, das war absolut das Richtige. Würde ich nochmal in die Schule gehen, würde ich wieder ins Sportgymnasium in die Jugendklasse gehen. Und auch die andere Tochter, glaube ich zumindest, die ist ja gerade 14, da sind wir die nonverbale Kommunikation, die vorherrschende, und so die Basis oder so immer. Also das ist dann ein bisschen aufregend. Ich glaube, es gefällt mir auch ganz gut, weil ich das so halt interpretieren kann. Ja? Also wie gesagt, aber als Vater, ich glaube, in den Alltag geht es auch so. Für mich war es immer die richtige Entscheidung für uns, also für meine Frau war es die richtige Entscheidung. Wir sind wirklich froh und stolz, dass unsere Kinder hier zur Schule gehen dürfen. Thank you.
alle Lehrer nie aufhören können, Fragen zu stellen, keine habe ich doch. Du persönlich als Sportler, was sagst du zu dem Meisterwelt? Ja, ich habe es eigentlich schon gesagt, es sind einfach nur die Emotionen durchgegangen. Ich bin ja mit Leib und Seele nach wie vor Sportler und es ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich glaube, der Sport für die Kunst und die Musik ist eben etwas Besonderes, Persönlichkeitsbildendes und ich glaube, dass auch hier mit dem Sportverein, da gibt es auch einen Zweig, wenn wir uns das alle wissen, mit der besonderen Berücksichtigung der sportlichen Ausbildung, auch das ist etwas ganz Besonderes hier an dieser Schule. Und Sport, Kunst und Musik prägt bereits das Leben vor. Sport muss man eben immer wieder Niederlagen einstellen. Ich sage es immer wieder, meistens macht einen die Niederlage stärker. Hier erlebt man den Gemeinschaftssport in der Mannschaft. Hier erlebt man Sport als Einzelkämpfer. Und all diese Facetten prägen die Menschen und bringen ihn in ihrem Leben weiter. Also das möchte ich hier als Sportler nur sagen. Ja, ich danke dir für deine wirklich sehr, sehr herzlichen Worte. Es war schön, mit dir dieses Interview zu führen. Und ich kann dir versprechen, du wirst die Chance bekommen, diese Runde.